13. Juni 2021 können wir hier in der Schweiz abstimmen über die Frage: Wollen Sie das Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesgesetzes zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie, Covid-19-Gesetz, annehmen? Gekürzt heißt das, wollen Sie das Covid-19-Gesetz annehmen? Da kann man jetzt, wenn man Schweizer oder Schweizerin, also Bürger ist und älter als 18 Jahren, dann kann man abstimmen. Man kann entweder Ja oder Nein stimmen, das ist bei jeder Abstimmung so. Im Nationalrat, das ist die große Kammer, wir haben zwei Kammern in der Schweiz, der Nationalrat mit 200 Mitgliedern und der kleinere, der Ständerat mit 46, das sind unsere Parlamentarier. Im Nationalrat wurde empfohlen, dass man mit Ja stimmt, also der Nationalrat unterstützt den Schweizer Bundesrat, unterstützt die Regierung. Im Ständerat haben sogar 44 Ständerätinnen und Ständeräte mit Ja gestimmt. Jetzt, Herr Bubendorf, Sie sind in der Gruppe, die sagt, man soll auf keinen Fall mit Ja stimmen, sondern man soll mit Nein stimmen. Ich weiß, wir haben jetzt lange über Corona gesprochen. Wir haben über 5000 verschiedene Problemfelder, habe ich schon fast das Gefühl, gesprochen. Und ich möchte irgendwie zu einem Schluss kommen. Ich würde Ihnen gerne einfach die Möglichkeit geben, dass Sie sagen können, warum Sie jetzt mit Nein stimmen werden am 13. Juni. Also, ich muss eine kleine Korrektur noch vornehmen. Wir stimmen nicht. Sie stimmen nicht mit Nein. Doch, das ganz sicher. Aber wir können hier nicht über die Maßnahmen der Regierung abstimmen. Weil es noch das Pandemiegesetz gibt. Genau. Es gibt zwei Gesetze. Genau. Also warum dürfen wir nur über eins abstimmen? Weil wir haben über das andere auch schon abgestimmt, über das Epidemiegesetz. Und da hat man das angenommen. In welchem Jahr war das? Im 2013, wenn ich mich nicht irre. Das war lange vor Corona. Lange vor Corona. Und wahrscheinlich hätte man damals nicht gedacht, dass es zu einer Situation kommt, die wir jetzt haben. Aber damals hat man das angenommen. Das ist demokratisch in der Schweiz perfekt legitimiert. Ja. Bei diesem Gesetz geht es nur um einzelne Themen, die die Pandemiebekämpfung betreffen. Es geht insbesondere um die Entschädigungen, die ich persönlich für richtig finde. Ich finde, wenn der Staat Schaden verursacht, dann muss der Staat für diesen Schaden auch aufkommen. Bedeutet aber, dass man mit Ja stimmen muss? Genau, eigentlich. Bis hierhin der Argumentation. Aber man kann ja oder Nein stimmen. Genau. Und dann hat man halt noch die anderen Aspekte, die sehr, sehr schlecht sind, unter anderem, dass die Medien mit 120 Millionen von der Regierung überschüttet werden, dass man die Swissmedic aushebeln möchte und sagt, in Krisensituationen kann der Bundesrat entscheiden, dass die Arzneimittel nicht geprüft werden. Das Contact Tracing wird obligatorisch mit diesem Gesetz, weil es soll umfassend sein. Dann kann es nicht freiwillig sein, wenn es umfassend ist. Also viele schlechte Dinge, auch dass die... Das ist eine Mischpackung. Genau, auch das, und das ist ganz wichtig, auch dass Menschen, die nicht impfen wollen, die sich nicht impfen lassen wollen oder es nicht können, dass die entrechtet werden. Das ist in Artikel 3a drin. Der Bundesrat hat gesagt, Impfen ist freiwillig. Ja, genau. Er argumentiert hier auf eine geschickte Art und Weise, indem er sagt, wir binden niemanden fest und hauen ihm die Impfung rein, aber du wirst halt einfach vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Also der Abstimmungskampf ist ja jetzt am Laufen. Es geht ja nicht mehr ganz 2 Monate. Ich habe einfach das Argument gehört, dass wenn man hier mit Nein stimmt, dann bekommen die Leute, die eigentlich eine Entschädigung haben sollten, die bekommen ihr Geld nicht. Und das finde ich irgendwie schon sehr bedenklich. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Also es ist falsch. Auch wenn es hier jetzt am 13. Juni, am Abstimmungstag, ein Nein gibt, dann bleibt das Gesetz in Kraft bis zum 25. September sowieso. Der Abstimmungstermin fällt in die Sommersession des Parlaments. Also wenn es hier jetzt ein Nein gibt, was wir sehr hoffen, dann hat das Parlament die Gelegenheit, ein neues Gesetz auszuarbeiten oder über Bundesbeschlüsse zu arbeiten. Kann oder man über das so schnell machen? Parlamentarische, ja, die Geschichte zeigt das. Also das hat man schon gesehen, parlamentarische Initiativen, Motionen, Bundesbeschlüsse in einer Session, fertig. Und was es dazu braucht, ist der politische Wille. Und hier braucht die Politik jetzt ein bisschen die Hilfe der Stimmbevölkerung, diesen politischen Willen zu finden, dass man die schädlichen Entrechtungen trennt von der Entschädigung jener Menschen, denen zu Recht jetzt Geld zusteht. Also Sie sind auch der Meinung, diese Menschen sollten Geld erhalten, die geschädigt wurden? Unbedingt, und zwar mehr, als es jetzt der Fall ist. Okay, also gut, es ist spannend. Darf ich vielleicht noch ganz kurz an? Sie werden auch unterstützt von Altbundesrat Christoph Blocher. Hat er auch in einer Sendung, Tele Blocher, hat gesagt, ich werde auch Nein stimmen und wir kriegen das in diesen 3 Monaten, diese Entschädigung. Das kriegen wir dann schon noch hin.
Also wie gesagt, diejenigen, die die Schweizer Demokratie nicht so genau kennen, vielleicht nochmal zusammengefasst, in der Schweiz ist das Volk der Souverän. Das heißt, das Volk ist die höchste Macht. Wir können entscheiden, welche Gesetze wir abweisen, welche Gesetze wir annehmen. Und die Regierung muss sich natürlich sozusagen nach diesen Gesetzen richten. Diese Gesetze werden in der Regel vom Parlament erarbeitet. Das heißt, das Covid-19-Gesetz wurde vom Parlament geschrieben. Und dann wurde das Referendum ergriffen. Herr Bubendorf war da beteiligt, dass man das Referendum ergriffen hat. Das heißt einfach, wir wollen das Gesetz vors Volk bringen. Und jetzt, das finde ich darum so historisch einfach sehr, sehr spannend. Einerseits diese interessante Corona-Diskussion, andererseits die Möglichkeit, in einer direkten Demokratie über dieses Gesetz abzustimmen. Was auch immer das Resultat sein wird, wir wissen es heute nicht. Die Abstimmung, wie gesagt, am 13. Juni 2021. Ich hoffe, dass diese Gesprächsrunde allen, die zugeschaut haben, doch weitere Anstöße gegeben hat. Nicht im Sinne von, das ist die Wahrheit, alle anderen haben Unrecht. Für mich als Historiker, und ich habe das zu Beginn schon gesagt, ist es sehr wichtig, dass wir versuchen, die verschiedenen Ängste der verschiedenen Gruppen zu sehen und auch ernst zu nehmen. Cette vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Cette vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Herr Schwander, die Befürworter des Covid-19-Gesetzes sagen, dass wenn dieses Gesetz abgelehnt wird, kann es keine Entschädigungen mehr für die betroffenen Betriebe und Menschen geben. Ist das korrekt? Das ist ein Witz. Nicht mehr korrekt oder unkorrekt, sondern ein Witz. Man versucht der Bevölkerung oder der Wirtschaft Angst zu machen, oder sie bekämen kein Geld mehr. Tatsache ist, dass wenn das Covid-Gesetz wegfällt, dass die gesetzliche Grundlage wegfällt mit den Entschädigungen, die in diesem Gesetz geregelt sind. Aber das Parlament kann jederzeit im Sommer, im Juni oder dann im Herbst, im September eine gesetzliche Grundlage schaffen, um Geld auszubezahlen. Also ist kein Problem, sofort kann eine Finanzvorlage geschaffen werden, damit die Zahlungen weiterfließen. Was muss jetzt noch geschehen, damit es dazu kommen kann? In einer ersten Phase muss der Bundesrat jetzt handeln. Diese Motion ist Aufgabe des Bundesrates. Und dann das Parlament natürlich oder die entsprechenden Kommissionen müssen sofort handeln. Und das haben wir auch bewiesen. Also was ich jetzt ein Jahr lang erlebt habe, Nachtsitzungen, Sitzungen an Sonntagen, kurzfristige Einberufungen. Wir hatten die Vorlagen noch nicht und trotzdem Sitzungen. Also die Vorlagen wurden an Sitzungsbeginn verteilt. Oder? Also wenn die Politik will, dann kann man und dann kann man eben auch diese Grundlage für die finanziellen Weiterzahlungen schaffen. Das haben wir jetzt bewiesen und es muss mir niemand kommen vom Parlament und vom Bundesrat und sagen, das sei jetzt nicht möglich. Das ist also den Schweizern doch eigentlich eingeschrieben, schon in, ja, in ihre Staatsgründung und auch all das, was sie, wofür sie stehen, eben für diese Freiheit und Unabhängigkeit. Wie macht sich die Schweiz im letzten Jahr so in ihrer Verteidigung der Freiheit? Sicherlich besser als Deutschland, aber trotzdem gottenschlecht. Auch hier verlieren wir alle unsere Grundrechte. Unsere Zukunft, die wird ganz dunkel, wenn das so weitergeht. Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, all das, worunter so viele Menschen weltweit leiden, diese zu verlieren, unter diesem Deckmantel der Volksgesundheit. Auch da sind wir auf einem dunklen, dunklen Pfad. Das heißt, die Schweizer machen alles mit, nicken alles so ab, so in etwa wie die Deutschen? Auf keinen Fall. In der Schweiz haben wir etwas, das weltweit einmalig ist. Das Referendumsrecht. Wenn die Regierung, das Parlament etwas entscheidet, das nicht passt, dann kann die Bevölkerung, wie sagen bei uns noch, das Volk, von Volkssouveränität, denn du bist in der Schweiz der Chef, ich bin der Chef, jeder Einzelne ist der Chef, nicht der Bundesrat. Wir haben keine Obrigkeit, wir haben kein Staatsoberhaupt. Wenn uns etwas nicht passt, dann ergreifen wir das Referendum, gehen auf die Straße und sammeln Unterschriften dagegen und dann gibt es eine nationale Volksabstimmung. Es gibt jetzt dieses Referendum zu dem Covid-Gesetz, was im September 2020 eingeführt wurde. Wie läuft so etwas ab? So ein Referendum, kommt das automatisch mit oder muss man das beantragen? Und ja, wie läuft das dann? Das läuft so, das kommt nicht automatisch. Wenn jetzt viele Bürger das Gefühl haben,
dieses Gesetz, diesen Bundesbeschluss, den wollen wir nicht, der passt nicht. Beispielsweise ein Vaterschaftsurlaub, einen staatlichen, oder eine Steuererhöhung, oder neue Kampfflugzeuge. Und sagen, wir greifen das Referendum. Wir sammeln Unterschriften. Das ist eine riesige, schwierige Aufgabe. Du musst in weniger als 3 Monaten über 50.000 beglaubigte Unterschriften sammeln. Hier im Winter, im Herbst, mit Distanzregeln, mit Maske. Sowieso sind alle distanziert, auf Abstand zueinander. Unglaublich erschwerte Bedingungen. Aber dieses Referendum steht. Eine neue Bewegung, das waren die Freunde der Verfassung, haben dieses Referendum gestemmt, über 90.000 Unterschriften gesammelt, absolut historisch. Und dank Ihnen dürfen wir jetzt darüber abstimmen. 90.000? Statt 50.000 nötige, 90.000 trotz dieser schwierigen Maßnahmen. Die Läden sind zu, man trifft ja niemanden auf der Straße, aber trotzdem geschafft. Und das ist im Juni, dass dann abgestimmt wird, über, ob dieses Gesetz eben weiterhin bestehen soll. Ja, das ist ja das Problem. Normalerweise, wenn ein Gesetz beschlossen wird, tritt es dann in Kraft, wenn jetzt die Referendumsfrist jetzt durch ist, niemand das Referendum gegriffen und keines zustande gekommen ist. Hier war es dringlich. Das Gesetz trat sofort in Kraft. Das ist ein Unikum. Das passiert in der Regel nicht. Das ist ein ganz seltener Fall. Aber auch hier, das Parlament dachte, oh doch, jetzt geht es um die Gesundheit. Wir wollen nicht als die Bösen dastehen. Also schränken wir mal ein paar Grundrechte ein, machen wir die Wirtschaft kaputt, die psychische Gesundheit. Das muss dringlich gesehen. Und das ist schon lange in Kraft, seit September. Wurde immer wieder erweitert. Jetzt vor 2 Wochen, Mitte März, kam die Impfapartheit drin. Privilegien für Geimpfte. Privilegien, allein schon dieses Wort. Grundrechte sind keine Privilegien. Freiheit, die du bekommst, weil du brav bist, dich fügst, gehorsam zeigst, das ist keine Freiheit. Das ist Sklaverei. Und das ist da jetzt drin. Beispielsweise keine Quarantäne, wenn du die Impfung hast. Eine Zweiklassengesellschaft. Und das nach einem Jahr. Dieses Gesetz wurde jetzt auch mit solchen Sachen immer mehr erweitert. Und über dieses gesamte Paket stimmen im Juni ab. Also über das Grundgerüst, wenn das war auch ein schwieriger Fall. Normalerweise hast du ein Gesetz, ein Paket, und da stimmst du ab. Nicht, das wird noch immer mehr erweitert. Aber jetzt ist es so, wir stimmen ab über die Phase von September, die Grundlage, und auch die Stockwerke, die jetzt darauf gebaut sind mit dem Impfausweis, die fallen auch weg, wenn wir gewinnen. Ja. Und wir müssen gewinnen, weil wenn nicht, wenn die direkte Demokratie hier in der Schweiz sagt, die wollen diesen Notstand, dann ist es vorbei. Das Gesetz ist die Grundlage, dass man solche Lockdowns auch weiterhin machen kann, und das würde dann eben auch die Gefahr haben, dass man diesen Ausnahmezustand verstetigt dadurch. Es ist die Legitimation, die nachträgliche Legitimation dieses Notrechts. Wir haben noch ein Epidemiengesetz und vieles wird jetzt gerechtfertigt mit, wir haben ja darüber abgestimmt, mit dem Epidemiengesetz. Aber nein, Herr und Frau Schweizer haben nie gesagt, wir lassen uns vorschreiben, wie viele Personen wir in den eigenen 4 Wänden haben dürfen. Also auch hier, es ist reine Willkür. Man rechtfertigt sich mit irgendwelchen obskuren Argumenten. Wir haben abgestimmt, ist völlig in Ordnung. Und da wird die direkte Demokratie missbraucht von der Obrigkeit, um Legitimation für die eigene totalitäre Politik zu schaffen. Und das ist völlig inakzeptabel. Wie siehst du die Chancen so für das Referendum im Juni? Die sind sehr intakt. Die Regierung provoziert die Bevölkerung aufs Blut. Sie nimmt uns alles, unsere Zukunft, unsere Freiheit, unser Leben, unsere Gesundheit, die Menschenwürde. Wir wollen leben in Würde und nicht in diesem Gefängnis aus Angst, das hier gebildet wird. Wir können dieses Referendum gewinnen, wir müssen diese Abstimmung gewinnen. Das ist die wichtigste Abstimmung der Geschichte der Schweiz. Man schaut auf uns. Wir sind die einzige Bevölkerung weltweit, die über diesen Irrsinn abstimmen darf, aus eigener Kraft. Wir sind ein Vorbild. Wir schulden es der Welt. Die Welt, die die Schweiz sieht als das freiheitlichste Land, als die Bastion der Freiheit. Wir schulden es uns, unseren Verwandten, unseren Freunden, den zukünftigen Generationen, dass wir diesen Terror, diesen Staatsterror beenden. Und wenn hier in der Schweiz die Flamme entfacht wird, ist es weltweit ein Flächenbrand der Freiheit. Ja. Ja.
Aber es könnte keinen besseren Ort geben. Das heißt, wenn ihr euch nicht gegen dieses Gesetz entscheidet, wird man überall sagen, na, guckt mal, die Schweizer konnten doch eben so auf breiter Basis darüber abstimmen und selbst sie haben sich dafür entschieden, ihre Freiheiten weiter einschränken zu lassen. Für dich, was sind die Ziele dieser Bewegung? Dass wir unsere Freiheiten, unsere Bürgerrechte zurückhaben. Dass diese totalitäre Politik sofort beendet, bedingungslos, dass wir unsere Grundrechte zurückhaben, heute, nicht morgen, nicht an Bedingungen geknüpft, weil Grundrechte, da muss man nicht bitti-batti machen, wie man in der Schweiz sagt. Die gelten bedingungslos. Das wollen wir. Wir wollen, dass unsere Generation überhaupt eine Zukunft hat. Die Jugend, sie leidet massiv. Darum sind wir da. Darum haben wir uns gegründet vor knapp einem Monat bald. Und ja, wenn etwas hier exponentiell wächst, dann ist es unsere Bewegung. Mhm. Okay, was war der Ursprung? Weil klar, wir sind eine Jugendbewegung. Aber nicht nur die Jugend leidet unter diesen Maßnahmen. Mir bricht das Herz, wenn ich mitbekomme, in den Altersheimen die Menschen völlig vereinsamt dahin siechen und sterben. Ich bin Gott und froh, starb meine Großmutter noch im Februar kurz vor Corona, weil sich nicht von der Familie verabschieden zu können, nicht mal die Hand zu halten, dann nimmt man den Menschen die letzte Würde. Alle leiden. Jede Hilfe ist willkommen gegen diese Zwangsmaßnahmen. Gut.